Manfred Schmieler, NABV-Präsident und DABV-Vizepräsident. Bei der Westdeutschen Meisterschaft am 12.10.2002 in Köln Sporthalle Süd boxen Thomas Schmidt, ABC Brühl gegen Ahmet Lafkiri, TuS Gerresheim. Betreut wurde Lafkiri vom Trainer Stefan Freudenreich. Der Ringrichter Carsten Marquez erklärt Lafkiri zum Sieger. Der Sportwart des NABV Hans Westerfeld überreicht die Urkunden. Ahmet Lafkiri mit der Meisterurkunde. Lafkiri mit den Trainern Stefan Freudenreich und Franz Stahlschmidt. Hermann Esser mit Cevdet Gashi vom Sportclub Vogelheim. Im Finalkampf boxten Cevdet Gashi Sportclub Vogelheim gegen Alfred Dorn Wittner Boxclub. Die Trainer Gamudi und Stahlschmidt. Der Ringrichter erklärt Alfred Dorn Wittner BC zum Sieger und damit zum Westdeutschen Meister 2002. Cevdet Gashi wurde Westdeutscher Vizemeister. Gashi nach seinem schweren Kampf. Und mit Trainer Franz Stahlschmidt zur weiteren Beobachtung der Kämpfe. Gashi hatte eine sehr nette Beobachterin mitgebracht, links. Vergleichskampf Boxring Düsseldorf gegen Boxgemeinschaft Amsterdam. Am 19.10.2000 in Düsseldorf Flingerbroich. Gashi Box gegen Marut Jungjan Amsterdam. Ringrichter ist Werner Schäfer, siebenfacher deutscher Meister. Betreut wird Gashi von Ralf Krompas, Trainer des Boxring Düsseldorf. Werner Schäfer erklärt den Boxer Marut Jungjan von Amsterdam zum Sieger. Profi-Weltmeisterin Desi Lang mit Werner Schäfer, siebenfacher deutscher Meister. Das Fachpublikum dieser Veranstaltung. Punktrichter und Ringrichter. Nikolaus Boxen in Essen-Karnap am 7. Dezember 2002. Vom Sportclub Vogelheim nehmen teil Sandro Zenker und Christian Hiller. Hier Sandro Zenker mit Trainer Franz Stahlschmidt.
Sandro Zenker boxt gegen Alvador Felberter Boxclub. Betreut wurde Sandro Zenker von Franz Stahlschmidt und Ines Rosche. Der Ringrichter erklärt Alvador Felberter Boxclub zum Sieger. Sandro Zenker erhält hier die Nikolaustüte. Die Ringrichter Uli Zische und Peter Nimzig. Rechts Gerd Putzicher, 5-facher deutscher Meister, TuS Essen. Christian Hiller vom Sportclub Vogelheim. Christian Hiller boxt gegen Töfs Boxring Kanab Delwig, Ringrichter Uli Zische. Christian Hiller und sein Trainer Franz Stahlschmidt vom Sportclub Vogelheim. Die Trainer in Aktion. Warten auf das Urteil. Der Ringrichter erklärt Töfs Boxring Kanab Delwig zum Sieger.